Guten Morgen zum Tag 4. Heute wird erstmal ein Kaffee gekommen. Und wir kaufen. Yeah. Und ja, mal schauen, was wir heute machen. Weißt du schon irgendwas? Hab gerade überlegt, dass ich jemand meint. Okay, und? Ich hab mir gedacht, ja, gestern waren wir so sportlich drauf und so und Muskelkater so ein bisschen. Bei dir auch wahrscheinlich, gell? Ja. Ich hab gedacht, wir bleiben sportlich, aber machen etwas weniger anstrengenderes oder weniger, weiß ich nicht genau. Aber wir gehen heute mal ein bisschen anliegen. Rüber, diese Schnorcheln. Ja, das machen wir. Und wir schauen uns mal genauer an. Xing Chong! Sportakus! Nani? Nimmst du auf? Nimmst du auf? Ja, wunderbar, nimmst auf. Dann let's go! Oho! Block! What the fuck is it? Hui! Sheesh! Holy shit! Du sagst nachher, holy shit! Gar nicht drauf geschaut! Ja. Oh! Hä? Lol! Täuschung! Das war die Täuschung! Oh, halt es perfekt an! Das war schön! Ja, okay. Gehen wir nach hinten! Kein Seegras mehr oben gelegt. Gar nicht rutschig und so, Digga, holy shit. Es ist nicht so kalt wie den letzten Tagen, das ist schon mal ganz angenehm. Oh.
ja, was wir gefunden haben. Das Haken ist selber drauf gestiegen. Sehr schmerzhaft gewesen. Fresh. Ja, voll, müssen wir machen. Mach mal. Und hier habe ich mein Mittagessen und Jan Fabio hat einen Burger. Wasserburger? Was Chicken? Ne, der Hamburger, genau. Der Hamburger mit Käse, mal zur Abwechslung. Warum auch immer mit Käse ist, aber ja, gut. Ich sag einfach mal Mahlzeit. Wunderschöner Sonnenuntergang, obwohl sie jetzt nicht herscheint und die Sonne jetzt quasi unnötig ist, aber ja gut. Hier seht ihr die gute Insel, die wir auch in den letzten Folgen, im letzten Vlog dabei hatten. Und ja, jetzt haben wir entschieden, nicht drüber zu gehen, weil das Wasser einfach da viel zu tief geworden ist, so, keine Ahnung, weil brutale Flut und so. Aber dennoch haben wir entschieden, das hier zu machen und ein bisschen schöner jetzt zu kriegen als der hier jetzt. Der Fahrer kann es wirklich besser, deswegen verhofft man von ihm. Nachdem der Insel nichts wurde, brauchen wir irgendwas Ersatzmäßiges. Habe ich aber leider nicht, deswegen sind wir hier und sind auf diesen Steg aufgeklettert. Wie tief und clean das Wasser eigentlich da ist. Boah, ist ultra, ultra so clean. Richtig clean. Richtig beauty. Und jetzt gehen wir noch zu wahrscheinlich Destino Bar oder irgendwo oder mal was trinken und dann mal schauen, was passieren wird. Oi, Midori! Midori! Jo, vor ein paar Stunden waren wir noch tauchen. Es ist mittlerweile schon dunkel geworden, haben ein paar alkoholische Getränke reingepfeffert. Aber was soll's? Sind ein paar Dinge beim Tauchgang nicht ganz so clean gelaufen, wie es auf der Kamera. What the fuck, was hat das gefunkelt? Okay, es ist nicht alles so gut gelaufen, wie es einen Anschein vielleicht hatte. Ich meine, das weiß ich großartig, es ist nicht großartig lang und so vielleicht, ja, kann sein, weil wir ja ein bisschen, wir wollen ja nicht so viel das Gleiche zeigen, so, das wäre ja auch langweilig bei euch und so. Aber ja, sag mal so, ein paar kleine Dinge sind vorgefallen, zum Beispiel, ich habe mich bei irgendeiner Koralle den Fuß ein bisschen aufgeschlitzt, habe geblutet, ja, hat kurz gebrannt, aber ist nichts Schlimmes, zumindest noch nicht, aber kein Ding. Dann, als nächstes wäre Jan Fabio dran. Er ist aus irgendeiner Art und Weise in irgendwas Stacheliges reingestiegen. Und wenn ihr an die See denkt, sprich an das Meer denkt und an etwas Stacheliges, dann denkt man vielleicht an einen Seeigel. Und so war es, ist es, glaube ich, auch. Sieht zumindest bis jetzt danach aus, als ob er in einen Seeigel reingetreten ist. Und ihr wisst, wie scheiße Seeigelsplitter oder Seeigelstacheln aus dem fucking Fuß rausgehen. Holy fuck. Ich hoffe, er kommt einigermaßen gut raus oder so. Ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall nichts deswegen. So, dann jetzt vor kurzem, wie es dunkel war, wie ich mir Dinge reingepfeffert habe, war ich gerade so, ja, ein Ohr was gekitzelt, kratzt mich so am Ohr, so chillig. Dann stehe ich fest so, what the fuck? Ich höre nichts mehr. Digga, ich habe einfach nichts mehr gehört. Ich höre jetzt, by the way, gerade wieder so ein bisschen betäubt noch, aber keine Ahnung. Und ja, da habe ich festgestellt, so, what the fuck, ich höre auf dem Ohr einfach fast nichts mehr. Was ist da jetzt los? Habe so Gegähns probiert, so, versucht meine Ohren so mit Luftdruck frei zu kriegen, so rumgerüttelt und so, hat alles nicht funktioniert. Ich dachte so, what the fuck, was ist da bitte in meinem Ohr oder was ist mit meinem Ohr los? Ich habe nichts mehr auf dem Ohr gehört, nur ganz leise halt zumindest. Und habe so gedacht, so, what the fuck. Ja, zum Glück hat halt eine gute Freundin von mir halt ein paar Dinge reingepfeffert bei mir, so ein paar Drogen, ein paar Tropfen. Und ja, danach war die Sache auch schon fast geklärt so. Hat eigentlich bis zum Zeitpunkt ganz gut funktioniert. Jetzt merke ich irgendwie wieder, dass so ein bisschen trotzdem, keine Ahnung, wieder ein paar, ja, ich weiß nicht, was genau, ich kann nicht beschreiben, was es ist. So ein bisschen betäubt noch, so ein bisschen leise, so ein bisschen alles dumm verhört. Aber auf jeden Fall viel besser geworden so. Viel, viel besser geworden. Und ja, ich glaube, das legt sich mit der Zeit schon. Ich hoffe es zumindest. Ja. Also nochmal kurz zum letzten Thema. Ich weiß, es ist in dem Vlog, außer dass wir jetzt tauchen waren, ist nicht so viel passiert so. Es kann auch leicht sein, vielleicht ist es in dem Vlog so, vielleicht ist es in der nächsten Vlog so, ich weiß nicht genau, dass ein paar Videos drangehängt werden, also ein paar Tage. Weil bis jetzt waren die Tage alle ziemlich abwechslungsreich und so und ist es auch wert, dass ja alle
Vlogs halt schön in eines Video eingepackt werden, also jeder Tag ein Video. Doch jetzt kommen wir langsam in eine Phase, wo täglich nicht mehr allzu viel passiert. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich hänge vielleicht ein paar Teile, wo ein paar Tagen nichts Interessantes passieren sollte, einfach ein paar Tage dran in einen Part. Und ja, damit es für euch nicht langweilig wird, klar, weil immer wieder das Gleiche sehen wollt ihr bestimmt nicht. Und ja, das ist zumindest so Info bis jetzt. Ich verabschiede mich für diesen Tag. Mal schauen, was der nächste Tag so bringen wird. Look what I have found. The crest. Hey, Bruder. Bruder. Akromodo. Was willst du? Akromodo. Was willst du? Bleib fern. Halt fern von mir. Bruder. Was willst du? Hä? Willst du das? Komm, Bruder. Komm. Eine wahrscheinlich tote Qualle. Wir haben einfach tatsächlich noch eine andere Quallenart gefunden, die viel größer ist. Muss ich mal rühren.